Gucken also mal. Leute, ich habe eine Idee. Ich muss nur noch ein paar Sachen dafür suchen. Okay. Die Gegenstände, die in der mega Truhe cool zu sehen gemacht sind, aus für 2005. Hast du schon gefunden. Fahre mit der Maus über die Bilder auf der Schriftrolle, um herauszufinden, was du noch einsammeln musst. Okay. Krieg ich auch so hin. Genau so ein Fass habe ich gesucht. Nägel. Diese Nägel kann ich gut gebrauchen. Seil. Damit kann man bestimmt was zusammenbinden. Achso, dann wahrscheinlich oben das Seil? Ja, der Hammer ist genau richtig. Das Ziegenleder nehme ich mit. Oh, da oben ist auch was. Kuckuck. Okay. Den Restmet heben wir lieber für die Heimfahrt auf. Sieht hier oben so komisch aus. Jetzt wird sich bald zeigen, ob sie zum Krachmachen taugen. Genau, die brauche ich auch. Und das Seil oder oben das? Die kleinen Schnürchen hier packe ich mal ein. So, brauchen wir noch was? So, jetzt habe ich alles, was ich brauche, um die Trommel zu bauen. Los geht's! Wähle zuerst aus, wie knifflig die Aufgabe sein soll. Schwierigkeitsgrad 1, das kennen 2 wir aber noch. Oder 3. Dann ziehe die Gegenstände in die Mitte der Denkblase. Aber achte auf die richtige Reihenfolge. Wenn du Hilfe brauchst, dann klicke auf das Fragezeichen. Probier es aber erstmal alleine. Hier. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte jetzt einfach direkt anfangen. 3. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Ja, so funktioniert es. So, Leute. Und jetzt alle im gleichen Takt. Und hepp. Und hepp, und hepp, und hepp, und hepp, und hepp. Zugleich, zugleich. Mein Sohn. Hurra! Wir sind schneller. Wir hängen sie ab. Großartig, Chef. Zu Ende das Spiel. Mir ist noch niemand entkommen. Wartet nur, ich krieg euch schon noch. Verflixt und zugenäht. Der Wind lässt nach und wir fahren geradewegs auf eine Nebelwand zu. Aber das ist doch toll, Vater. Wir können uns im Nebel verstecken. Das ist die Gelegenheit, Sven loszuwerden. Du hast doch keine Ahnung, Sohn. Hier gibt es viele gefährliche Felsen im Wasser. Na, dann müssen wir halt vorsichtig sein. Na gut. Alles ist besser, als von Sven übermannt zu werden. Also dann, los, Männer! Legt mal einen Zahn zu! Aber passt mir ja auf die Felsen auf! Du kannst unser Schiff mit der Maus oder den Pfeilen auf der Tastatur steuern. Ja, mit den Pfeilen. Wenn du nach unten fahren willst, dreh einfach cool, das Schiff ich mag das. Und fahr wieder vorwärts. Aber Achtung, du kannst nur bis an den unteren Bildrand zurück. Probier's einfach mal aus. Soll das Spiel leicht, mittelschwer oder schwer sein? Wähle den Schwierigkeitsgrad 1, 2 oder 3. Wenn wir mehr als 2 Felsen rammen, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Also dann, wir müssen den Felsen ausweichen, ohne in eine Sackgasse zu geraten. Das ist wenigstens auch schön programmiert. Und nicht so wie Jim Knopf. Ein bisschen über Plank. Das war knapp. Wa.
Aber die geben einem guten Toleranzbereich. Muss ich lang geradeaus? Ich presche hier auch gerade durch, ne? Nicht schlecht, Männer! Nicht schlecht! Hurra! Wir sind durch die Nebelwand durch! Ja! Wir haben es geschafft! Ich bin entzückt! Da wird Sven ja ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Gut gemacht, Männer! Zur Belohnung legen wir an der Insel davon an. Vielleicht gibt's da ja noch was zu holen. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Wenn wir unseren Wiki nicht hätten. Schön, schön. Ich könnte singen vor Freude. Was ist denn jetzt schon wieder? Uns noch einer der Felsen erwischt. Nein. Oh nein, der Felsen hat uns ein Loch in die Bordwand gerissen. So was Dummes. Himmeldonnerwetter! Das ist doch zum Verrücktwerden. Jetzt geht uns dieser Kahn noch kaputt. Und die ganzen Fässer mit Süßwasser sind kaputt gegangen und ausgelaufen. Oh, jetzt meckert mal nicht so. Ist doch ein schönes Fleckchen Erde hier. Dann versuch mal, was davon aufs Schiff zu laden und mit nach Hause zu nehmen, Blödmann. Ich geb dir gleich, Blödmann. Hört auf. Wir haben nun wirklich Wichtigeres zu tun. Das Schiff muss repariert werden und wir brauchen neues Süßwasser. Und was zu essen. Genau. Vicky, du gehst frisches Trinkwasser holen. Snorre, Tjore, ihr macht euch auf die Suche nach was zu futtern. Ulme sorgt in der Zwischenzeit in der Kombüse für Ordnung. Gorm, verschaff dir einen Überblick über dieses Stück Land hier. Faxe wird das Leck reparieren, damit wir wieder seetauglich sind. Urobe, du überwachst die Arbeiten, damit nichts schief geht. Der Opi muss nicht so viel tun. Der eignet sich gut zum Angeln von schweren Sachen. Mit dieser Muschel kann man sogar um die Ecken schauen. Mhm. Das kann mir vielleicht noch mal nützlich sein. Oh Gott, wie süß der aussieht. Der freut sich voll. Reicht jetzt, ne? Mit den Helmen könnte man vielleicht auch mal... Achso, nee, das war ja... Okay, schon gut. Ich finde es auch super, dass man es einfach wegklicken kann. Na, kriegst du das Loch geflickt, Faxe? Na klar, Vicky. Das kleine Loch ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Da könnte ich mich draufsetzen, dann wär's auch dicht. Aber bestimmt muss ich nachher noch beim Rudern helfen. Ach, Faxe. Komisches Ding. Ich habe das Gefühl, dass ich so einen Schlauch noch gebrauchen kann. Aber jetzt lasse ich ihn lieber mal liegen. Ich muss doch bestimmt irgendwas mitnehmen, damit ich Süßwasser... Wie kriege ich denn Süßwasser? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, danke, Vicky. Ich komme schon zurecht. Diese Löffel sehen irgendwie aus wie winzig kleine Ruder. Hier hin? Ach, guck mal, das Minispiel kann man sogar nochmal spielen. Nö? Ein Stein. Wenn ich nur in Ruhe nachdenken könnte, würde mir bestimmt eine Lösung für all unsere Probleme einfallen. Sonst weiß ich doch auch immer Rat. Das sieht aus wie eine Tretkurbel. Der eignet sich gut zum Angeln von schweren Sachen. Ich wollte eigentlich das Brett anpiezen. Will den da haben. Oh. Hallo Snorre, hallo Tjore. Na, habt ihr schon was gefangen?
Tja, wir haben zwar eine tolle Stelle zum Angeln gefunden. Schau mal, wie es hier von Fischen wimmelt. Aber irgendwie springen sie nur herum und wollen nicht beißen. Wahrscheinlich hat ihnen dein Anblick den Appetit verdorben, Snorre. Wenn du schon wieder Ärger suchst, komm doch her, Blödmann! Kommt schon, ihr zwei, hört mit der Streiterei auf. Ihr seid beide gute Angler. Also, das letzte Mal haben wir ja auch so ein Ding gebaut gehabt. Um zum Angeln, ne? Auch mit Wikingerhelmen und sowas. Vielleicht kann ich mit diesen Fässern mal was zum Transportieren bauen. Aber jetzt lasse ich sie erstmal hier. Okay. Bis später. Ich hab Hunger. Oh, was ist denn das? Hier wohnt doch jemand. Und was macht dieser Bär hier? Der sieht aber nicht sehr freundlich aus. Von dem halte ich mich lieber fern. Oh. Ich sollte ihn wohl besser in Ruhe lassen. Ich hab bestimmt Hunger auf die Bienchen da oben, bzw. auf den Honig. Wo geht hier denn immer eigentlich hin? Um da reinzukommen, muss ich an dem Bären vorbei. Und der sieht nicht so aus, als wenn er mich einfach so durchlässt. Was macht der da? Oh nein, jetzt ist passiert. Die Hitze hat mir auch noch den letzten Funken Verstand geraubt. Jetzt sehe ich schon Geister. Ich bin kein Geist, ich bin Vicky, der Sohn von Halva. Und wer bist du? Kein Geist? Das ist gut, das ist gut. Ich heiße Gudmund Schönhaar. Ich bin hier gestrandet. Ich war Segeltuchhändler, bis ich mit meinem vollbeladenen Schiff in einen Sturm geraten bin. Fast alle meine Segeltuchkisten sind vor der Küste mit meinem Schiff untergegangen. Seitdem sitze ich hier fest und habe keine Menschenseele zu Gesicht bekommen. Bitte, du musst mich unbedingt hier wegbringen. Ich habe es alleine nicht geschafft, wegzukommen. Und ich halte die Einsamkeit nicht mehr aus. Klar helfen wir dir. Wir sitzen allerdings selber hier fest. Das Schiff ist kaputt und ich muss unbedingt Trinkwasser für die Fahrt finden. Tja, in meiner Wohnhöhle gibt es genug Wasser. Aber leider versperrt seit Tagen ein Bär meinen Eingang. Hörst du ihn brüllen? Zauderhaft! Ich weiß nicht, was er will, aber ich habe mein Lager sicherheitshalber hier aufgeschlagen und hoffe, dass er irgendwann wieder verschwindet. Vielleicht fällt mir was ein, damit er weggeht. Ich werde ihn mir mal anschauen. Das wäre toll. Aber sei bloß vorsichtig. Oh, nicht diese Musik. Die eignen sich bestimmt gut als Schleuder. Aber jetzt brauche ich sie noch nicht. Das ist mein letztes verbliebenes Segeltuch. Vielleicht kann man damit ja auch mal was transportieren. Wenn du es brauchst, darfst du es gerne haben. Aber wenn nicht, dann lass es bitte hier. Vorsicht, heiß! Muss schrecklich sein, so lange hier allein zu sein. Armer Gudmund. Es ist so schön, endlich wieder mit jemandem sprechen zu können. Und so mit dem Bär sprechen können. Hallo, Gorm. Hast du schon einen Weg gefunden, auf dem wir die Insel verlassen können? Nein, Vicky, leider nicht. Es ist zu neblig, um auf das Meer hinaussehen zu können. Aber ich habe entdeckt, dass dort hinten Rauch von der Insel aufsteigt. Ob dort jemand wohnt? Das wäre doch entzückend! Der Rauch ist von Gudmund Schönhaar, einem Segeltuchhändler. Ich war schon dort und habe mit ihm gesprochen. Er ist hier gestrandet. Ein Schiffbrüchiger? Wie aufregend! Ein Maulwurf. Ich habe so viele Ideen, was man alles bauen kann, ne? Aber man muss wahrscheinlich wieder irgendwie aktivieren, oh, dass man überhaupt was machen kann. So etwas kann ich bestimmt also noch gebrauchen. Kann. Wenn ich diesen schweren Stein hier mit aufs Schiff nehme, hat mein Vater womöglich noch Angst, dass das Schiff untergeht. Mhm.
An diesen zwei Astgabeln kann man bestimmt gut was einhängen. Ich hole sie mir später. Aus den Rudern kann ich vielleicht später noch etwas bauen. Whee! Gehen wir weiter.